Mikrofon ist hier heute im Let's Play Silent Hill 2. Und wir gehen jetzt mal in den dritten Stock, beziehungsweise aufs Dach und gucken mal, was sich da so abspielt auf dem Dach. Ja, da dieser Special Room ist verschlossen. Und jetzt gehen wir mal da ganz oben und gucken, was sich da oben abspielt für eine Sauerei. Feiert der Pyramidenkopf da seine Orgie? Ich weiß es nicht. Mit seinen anderen Schwestern und Brüdern. Und ja, wollen wir mal mitmachen. Ja, und ein paar Kugeln verteilen. Ein großer Raum. Das ist ein Dach. Geschoss. Ziemlich gruselig. Was ist das? Da liegt erst auf dem Boden. Ist das ein paar Tagebuch? 9. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier. Nichts zu tun. Darf ich immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Sprach kurz mit dem Arzt. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht mehr kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Wetter haben mich heute krank gemacht. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn überhaupt? 12. Mai. Wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen statt zu kämpfen? Einige werden das sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Es ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai, es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin, dass ich auch nach Hause gehen muss. Ich. Da hört das Tagebuch auf. Es gibt keine weiteren Anträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Habe ich jetzt nicht verstanden. Bin ich jetzt etwa nur für einen Tagebucheintrag? Was war das für ein Geräusch, ey? Oh Gott, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Wie kommt er auf einmal an, weißt du? Hörst du nur so ein schweres wie dein scheiß Brotmesser da über dem Boden schleift, ey. Und hier, nee, ist das arme Würstchen, das ich bin. Ich erschrecke mich ja äußerst selten, aber bei dem Spiel. Boah, das ist einfach. Fast tot ist er auch noch. Na super. Schmeißt mal einen Erste-Hilfe-Kasten rein. Bin ich denn jetzt auf einmal gelandet? Ach! Ach nee! Herr, Mason. Ach, Mason ist ein Sunderland. Ach, verdammt. Schloss ist kaputt. Eine Gummizelle. Hallo. Gummi, 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 Gummi. Dreh die Zahlen, vergiss sie besser nicht. Also schreibe ich sie hier auf, den anderen meinen geheimen Namen. Okay, das schreibe ich mir auf. Dreh, also für dieses Drehschloss wahrscheinlich. Zupt auch noch einer draußen. Meine Fresse, was ist denn da los, ey? Pfeifen, husten, hupen, rumschreien. Wie die Assis, ey. Wie die Assis hier. Kein Spaß. Schnauze, ey. Was ist das jetzt hier? Die offen. Okay. Da fehlt mir ja trotzdem noch ein Zahlencode, nicht wahr? Hm. Wenn man genau überlegen, wo ich nicht eigentlich muss, dann muss ich ja nochmal nach oben.
La 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 la. Ja, schön. So, mal schauen. 9, 4, 8, 9. Sehr schön. Aber jetzt ist das noch. Das kriege ich natürlich jetzt nicht auf. Schon irgendwas übersehen? Vielleicht per Zufall irgendwie klicken, 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 klicken. Nee. Wunderschön. Moment, wo war ich jetzt noch nicht? Entweder ich habe was übersehen oder ich war irgendwo noch nicht. Auf dem Dach ist anscheinend nichts. Da war irgendwas nur mit dem Tagebuch und Regen, Regen, Regen und Regen. Und Regen natürlich. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Aber was willst du machen? Und unten dran komme ich nicht. Ja, das ist natürlich. Das ist das Apartment, das ist natürlich Schwachsinn. Wollen wir mal nach unten gehen und gucken? Obwohl, eigentlich Schwachsinn, weil ich habe kein Dingens, keinen Schlüssel dafür. Ich habe keinen Schlüssel. Aber hier ist nichts mehr, hier in dem Stock. Stockwerk ist nichts mehr. Oben ist auch nicht wirklich was. Wissen Sie, dieser komische Typ? Ich gehe da nicht nochmal hin, ich habe Angst. Ja. Und hier im zweiten. Ja. Auch nicht wirklich was, ne? Ich gehe mal da ganz unten. Meine eine Tür ist irgendwie abgeschlossen. Verdammt. Ich denke mal, in der einen. In der Kiste ist ein Schlüssel drin, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hierfür. Wo kann ich denn jetzt noch gucken? Okay, machen wir einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns später oder erst im nächsten Part wieder. Mal schauen, wie ich das schneiden werde. Bis dahin oder bis gleich, meine Freunde. Tschüssikowski. So, ja, da bin ich. Und hier im ersten Stock oder zweiten, da ist eine Schreibmaschine. Da ist eine Schreibmaschine, damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Da, es ist noch ein Blatt Kohlepapier in die Schreibmaschine eingespannt. Ich kann die daraufhin ja dessen Eindrücke lesen. Ich kenne sie, ich kenne die Nummer der Kiste. 1394. Sie kann nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst. Also kann keiner etwas daran ändern. Wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Wer ich bin, wer ich bin, wer ich.
Ja, auf jeden Fall haben wir die Nummer. Da ist sie, Jawolski. 1, 3, 9, 4. Oh yeah. Okay, da haben wir sie. Doch noch gefunden. Damit ihr auch wisst, wo. Hier. 2F. Jetzt gehen wir ins 3F. Hätte beim ersten Mal gar nicht gesehen. Seltsam. Sagt mal aber auch keiner was von euch. Nö, wieso auch? Naja, ist ja nicht schlimm. So. Immer hier hoch. Eventuell finden wir dann die Haarbüschel. Haarbüschel, ich komme. Ach, Haarbüschel, sage ich schon. Dieser verstopfte Abfluss. Dass da Haarbüschel jetzt in der Kiste drin sind, ja, okay, jetzt hab ich's verraten, aber was man damit jetzt macht, das weiß ich nicht mehr. Okay, das ist knifflig. Eins, drei, neun. Ist es denn ein falsches ein paar Haare? Hat er sich vom Kopf abgerissen oder vom... Nein, ich will... Nein, 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 das hat er nicht getan. Um Gottes Willen. Vielleicht sind es ja auch ein paar Haare von unten rum oder von... Wer weiß das schon. Jetzt können wir in den Duschraum gehen und dort... Kombinieren wir, Moment, das müssen wir eben machen. Kombinieren Haken mit. Mit. Werde ich denn kombinieren, wenn ich nicht kombinieren kann? Ach so, jetzt verstehe ich. Es ist gar nicht so wie Resident Evil. Ist gar nicht so wie alle sagen. Okay. Kombinieren. Kombinieren und verwenden. Jetzt geht das. Einfach einen Faden von seiner Jacke nehmen können oder sein eigenes Haar. Nö, geht nicht. Geht nicht. Schlüssel zum Aufzug. Okay, alles klar. Aber bevor wir den Aufzug jetzt benutzen hier, mache ich erstmal einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski.